Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal schön, dass man auch mittendrin mal so ein paar Interaktionen hat, man sich umschauen kann, dass man halt nicht nur Sequenz hat. Ich glaube, sonst würde ich. Und wenn es nur mit Leuten reden ist. Was für ein komischer Wald. Ich sollte mich umsehen oder mit den anderen reden. Es gibt hier komisches Wetter. Vielleicht war es ein örtlich begrenzter Schneesturm. Von sowas habe ich noch nie gehört. Und der Schneesturm war verdammt heftig. Und dann sind da noch die rosa Farben, die rosaroten Spinnlilien, die nur im Herbst blühen. Ich sag's dir, der Frühling liegt hier in der Luft. Was zur Hölle ist hier los? Was ist das? Da schwebt irgendwas durch die Luft. Meinst du, das sind diese Sporen? Ich habe noch nie gehört, dass rosarote Spinnlilien sowas machen. Diese Dinger sind doch nicht schädlich für uns, oder? Solche Blumen finden sich überall. Ich finde, sie sehen ganz normal aus. Dieser Ort. Ich habe bei der Sache ein ganz mieses Gefühl. Irgendwas stimmt hier nicht. Was meinst du mit stimmt nicht? Tut mir leid, ich kann es nicht richtig beschreiben. Die Blumen etwa, die sollten schön sein, aber irgendwie sind sie mir unheimlich. Der Schrein sollte vor uns sein. Wir sollten uns jetzt auf den Weg dorthin machen. Das ist. Eine Bruchbude, kein Schrein. Eher ein alter, vergessener Schrein. Kaito meinte, dass niemand hierher kommt. Aber es ist wunderschön und unheimlich. Warum baut man den dann? さっき人影は見えたんだけどな。どこ行ったんだろう。ちょっとこの辺り、みんなで探してみようか。Soll ich mich hier umsehen? Naja, sonst ist hier nichts, ne?
Jinja-ppoi-kedo. Nanka, sugoi funiki no aru jinja da na. Henna moyou ga achikochi ni aru ze. Minoru macht Bilder mit seinem Telefon, wusste gar nicht, dass er auf sowas steht. Yappa are da ze. Kitto okkane jashinzō demo naka ni matsute aru nda ze. Jashin ka dou ka wa wakaranai kedo, nani ka matsute aru no wa futsū janai wa ne. Nan daro? Doubutsu? Tori? Sore ka hachūrui? Darf ich mal sehen? Oh, nanda kore? Komainu? Ja, inu ka? Tatsuka ni mita koto nemon bakka da. Suge! Bestimmt Digimon. Noruku, ima wa shashin nanka totte iru baai ja nai daro. Demo sa. Shuji hat recht, wir müssen Saki und die anderen suchen. Aber der Ort ist so schräg, kein Wunder, dass Minoru ein paar Bilder machen will. Na komm, ihnen den Spaß lassen. なるほど。そういうことなら、まあ。ほら、さっさと行くぞ。早く見つけてやんねえと。 Ich freue mich übrigens schon auf den Oktober. Die erste Oktoberwoche werde ich leider da nicht da sein, aber ich dann wieder bei meiner Familie. Aber danach werden wir sowas von Horror spielen. Und zwar nur Horror. Ich werde Horrorspiele kaufen. Und alle anderen Projekte, die wir bis dahin nicht fertig bekommen haben, werden erstmal pausiert, die nichts mit Horror zu tun haben. Aber ich denke mal, solche Spiele wie Digimon werden wir bis dahin durchhaben, ne? Es ist immerhin noch bis dahin. Ich habe auf jeden Fall vor, die komplette Resi-Reihe nochmal zu spielen. Da die Spiele ja nicht lang sind, werden wir es auf jeden Fall schaffen, die in einem Monat alle durchzuprügeln. Mal gucken, ob ich für den 5. und 6. Teil sogar Koop-Partner bekomme. あと割とポピュラーなので、エッチな形のを祀ったやつとかさ。そういう話はやめないか。女の子もいるんだぞ。もう、ミノル君ってば。それにしても、ここって、今回の課外学習の伝承にまつわる場所なのかしら。伝承?さあ、どうだろうな。 さっき話した通り、ここには足を踏み入れるなって言われてるし、あまり詳しいことは知らない。ただ地元では、ここじゃ神隠しが起きるなんて話もあるぜ。Das waren Digimon, eindeutig. なんだ今の音。聞いたことのない音だったの? Aber die kennen das ja noch nicht. 風で木か何かがきしんだ音だろう。そんなことより、早く。Das klang nicht wie ein Baum. Das klang nicht wie ein Baum. Wenn ein Baum solche Geräusche macht, würde ich mir Gedanken machen.
Ja, wer weiß, vielleicht ist Sherrymon ja unterwegs hier. Und macht solche Geräusche, aber glaube ich auch nicht. Der Schneesturm könnte nicht unsere einzige Sorge sein. Suchen wir nach Hinweisen. Erkundung! Wir bekommen eine Weltkarte. Du musst im Spielverlauf zum Storyfortschritt an Orte auf deiner Karte reisen. Du erhältst im Spielverlauf langsam Zugang zu weiteren Orten. Spinnenlilienwald freigeschaltet. Schrein freigeschaltet. Wechsle zur Listenansicht, um unten rechts auf dem Bildschirm Infos zu einem Ort zu erhalten. Und achte unbedingt auf die Symbole, die in der Liste angezeigt werden. Bedeutet, dass jemand an diesem Ort ist, das jeweilige Symbol wird unten rechts angezeigt. Verrät dir, dass es die Story voranbringt, wenn du mit dieser Person redest. Andere Symbole weisen auf einen wichtigen Hinweis oder einen Gegner hin. Behalte sie also alle im Blick, während du spielst. Versuche jetzt, einen Ort auszuwählen, um die Story voranzubringen. Wechsle mit dem Steuerkreuz oder dem linken Stick zur Liste und bestätige mit X. Der bringt die Story voran, ne? Hey, da ist Kaito. Hat er was gefunden? Ich rede natürlich erstmal mit Aoi. Du bist jetzt schon eine ganze Weile ziemlich blass, Aoi. Wie geht es dir? Ja, die ist schon ganz blau, ne? Spaß beiseite. Naja, um ehrlich zu sein, muss ich mich ziemlich zusammenreißen. Ja, Dark für die PS4. Aber ich hab's auch für den PC. Treib dich nicht zu sehr an, wenn du Angst hast, okay? Übrigens, falls ihr den Witz gerade nicht verstanden habt, ne? Aoi heißt im Japanischen, ist halt das japanische Wort für blau. Deswegen sieht sie für mich schon ganz blau aus. Ja, ich weiß, er war schlecht. Danke, aber unsere Freunde könnten etwas noch furchteinflößenderem gegenüberstehen. Saki, Ryo, wo seid ihr? Können wir dann auf jeden Fall gerne machen. Hast du die noch nicht? Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber die Spiele gibt es übrigens auch im neuen PS Plus, ne? Ups. Nein, ich wollte doch nicht auf die...
Weltkarte. Hey, Mio! Wo bist du? Oh, Takuma. Haben die da drüben schon was gefunden? Nein, noch nicht. Hast du Mio gefunden? Nein, Mann. Wo zur Hölle steckt sie? Saki und Ryo sind sicher bei ihr. Ich helfe dir bei ihr hier bei der Suche. Das wäre super, danke. Ich sollte mit den anderen reden. Datenverwaltung. Ah, hier kann ich speichern. Und was kann man hier machen? Ja, das bringt mir ja nichts. Wir haben 95% Akku. Wisst ihr, was ich cool fände? Wenn sie jetzt diese Akku-Prozentzahl, ne, auf den Controller übernommen hätten, dass man die Akku, dass der Akku wirklich für aber ich denke mal, so gut haben sie es nicht gemacht. Das könnte man auch mal so einbauen, dass man so ein Handy-Akku in ein Spiel einbaut, was auf die Akkuleistung vom Controller übernommen ist. Meinst du das echt auf PS Plus Extra bezogen? Also, soviel ich weiß, ist auf PS Plus Extra sehr, sehr viel Resi. Warte, ich guck doch mal schnell rein. Notfalls auf Amazon. Schreintor. Ist ein großes, beeindruckendes Tor. Habe ich noch nie gesehen. Mal sehen, ob ich das dann rausschneide, aber ich bin immer zu faul dafür. Und ich glaube, ich mach. Warte mal, erstmal die Cam mache ich an. Tada! So. Nein! Solange wir in diesem Bildschirm sind. Erst wenn wir die Untersuchung oder so gemacht haben und weitergeht mit dem Gesprochenen, dann mache ich die Cam weg. Sonst seht ihr mich ja gar nicht mehr. Reicht ja schon, dass Mittwoch und Donnerstag so heiß ist, dass ich die Cam auslasse. Aber vielleicht wird es hier bald auch anders aussehen hinter mir, ne? Ich muss hier noch einiges umbauen. Ich habe sogar schon meine Vitrine bekommen. Die Vitrine hängt dann irgendwo da hinten. Ach, verdammt, ich habe meine Mutter vergessen zu fragen wegen dem Akkuschrauber. Solche Tore sollen die Götter mit der Menschenwelt verbinden. Was für Götter sind hier wohl?
Oh, ich würde auch gerne mal so einen Schrein besuchen. Das einzige Problem ist halt meine psychische Krankheit, ob ich halt Schwindelanfälle bekomme dann oder nicht. Ob es mich zu sehr stresst. Ein Schrein inmitten eines unheimlichen Waldes. Da will man nicht wirklich hin. Das ist wohl das, was man abgeschieden nennt. Oh, jetzt habe ich wieder Bock auf einen Fatal Frame, ohne Scheiß. So kommen die schon hier. Sagt sie immer so einfach. Verteilt euch nicht zu sehr, Leute. Bleibt in Sichtweite. Shushi tut sein Bestes, uns zusammenzuhalten, aber... Komm zurück hierher, Minoru. Tu, was ich sage. Jawohl, Herr. Entschuldige, Hochmutheit. Hochmutheit. Oh. Saki, Ryo. Ja, Oe tut ihr Bestes, die Gegend abzusuchen. Ich sollte sie in Ruhe lassen. Verdammt, Mio, wo bist du hin? Kaito ist aufgebracht. Klar, seine Schwester ist ja auch immer noch verschwunden. Der hier erinnert mich übrigens an Matt. So, wie er sich auch gibt. Besorgt um seine kleine Schwester. Matt hatte zwar einen kleinen Bruder, aber das ist das Gleiche. Nur, dass halt seine kleine Schwester anders ist als Matts kleiner Bruder. Und der erinnert mich optisch an Izzy, aber nur optisch vom Charakter her. Weiß nicht. Ist er nicht gerade der Hellste? Was? Was ist denn das da auf dem Bild? Hey, Takuma! Du solltest ja auch ein paar Bilder machen. Ich? Wieso? Mein Telefon macht komische Bilder. Könnte kaputt sein. Probieren wir es mit deinem. Bist du sicher, dass du nicht einfach den Finger vor der Linse hattest? Nee, da ist was Verschwommenes auf dem im Bild. Komm, mach ein paar Fotos. Klingt, als meinte er es ernst. Schätze, ich sollte ein paar Bilder machen.